times are ripe to die. Christe zurück zu XCOM. Ich brauche wieder mein bisschen, bis ich wieder drin bin in diesem Spiel. Ich habe ja die letzte Aufnahme irgendwann im... Die Absturzstelle scheint direkt dort vorne zu sein. Wir sollten mit heftigem Widerstand rechnen. Schließlich wissen wir nicht, wie viele an Bord waren. Nähert euch vorsichtig dem Raumschiff und versucht es zu stürmen. Ich habe die letzte Aufnahme irgendwann im September gemacht. Es tut mir leid, aber wisst ihr, wie das ist. Und zur Q. E. Okay. Q. Okay. Jetzt kennen wir wieder aus, so halbwegs. So. Ah, Schurke. Nein, ich bin schneller drin, als ich glaube. Gut. Warte mal. Du bitte. Daher. Wie gesagt, ich empfinde es ist kein schlechtes Spiel. Wenn du weitere Spiele warst in diese Richtung, dann bitte ab in die Kommentare. Ich suche generell für die Zukunft neue Genre. Genau. Und du bitte. Daher. Ich kann dazu aber nicht versprechen, wie lange die Aufnahme gehen wird. Das ist jetzt mal nur wieder Probeaufnahme, gell? Weil. Ja, warum? Ja, weil ganz einfach nichts mehr war. So. Gehst du? Schaffst du das? Geht da her. Was ist denn da überhaupt? Aha. Jetzt müssen wir nur schauen, von wo diese kleinen Freaks kommen könnten. Egal. Du spazierst einmal daher. Alien-Aktivität. Jetzt ist halt nur die große Zweierfrage. Warte mal kurz. Da mal Spiel speichern. Wenn es jetzt überhaupt gegangen ist. 14.11. 2.11 Uhr. Sehr gut. Ich glaube, das muss ich mal aufschreiben. Mit Tab kann ich die Mandala wechseln, okay. Wie du siehst, ich brauche ein bisschen. Okay, jetzt bin ich da auch wieder schlauer. Kurzen Augenblick. Kurz einen Blick bitte. Jetzt merke ich, jetzt bist Augenzeuge oder Ohrenzeuge, warum ich immer den Scheiß aufschreibe. Okay, Kamera drehen. Rechts mit E. Q. Q ist links. Dann habe ich gehabt, X Waffen tauschen. Waffen tauschen war mit X und der Tab war wechseln. Tab war Charakter wechseln.
unterwegs. Genau, für XCOM. Muss ich mir auch dazu schreiben? Weil vergisst es wieder. So, wir haben eine Alien-Aktivität irgendwo, gell? Warte mal, was kann ich bei... Also du bist... Also nein, da, warte mal, mit Tab kann ich die Charaktere wechseln. Ich möchte die bitte... Weißt du was? Mädchen, du gehst bitte daher. So, wir haben jetzt da... Wo ist jetzt da? 1, 2, 3. Ah, da ist der vierte. Okay, ich muss jetzt aber nur schauen, von wo die kleinen Stümper kommen könnten. Sag, geht es da durch weiter? Ja. Ich will die Mädel, du bitte. Ah, ich glaube, da reichen die Aktionspunkte nicht, gell, da Vierer. Wenn ich ihm da hergebe, ist er eigentlich von ihm deckt. Genau. So war das irgendwie geplant. Ah. Oh. Ja, sorry, ich brauche ein bisschen, bis ich wieder drinnen bin. BZW, es ist mein erstes rundenbasiertes Kampfspiel, also oder Strategiespiel. Also bitte sei nachsichtig mit mir, danke. Da wäre er echt zu Dank verpflichtet. Achso. Wieso geht's jetzt nicht? Oder hat sie alle Aktionspunkte aufgebraucht? Das kann natürlich auch sein. Ich würde nicht so sein. Dann mal ihm daher, dann ist er von ihr nämlich deckt, weißt du? Geh du daher. Alien-Aktivität. Weil jetzt ist nämlich er von ihr deckt und er zur Vorsicht von der E2 und der E2 decken sie jetzt selber. Du, das ist jetzt so ein Zudecken, gell? Des Nächtens im Bettle, gell? Ganz auf Gemütle. So. Schaut aber jetzt nicht geil aus. Ah ja, im Übrigen, gell? Ich würde es nicht stänkern oder so, gell? Auf der Xbox One, wenn ich es finde, blende es da ein. Auf der Xbox One verkaufen es Xbox oder XCOM, gell? Verkaufen es um 50 Euro von der 360, aber na. Das ist, wenn ich es nochmal finde, wenn ich mir nicht verschaut habe, gell? Ansonsten blende es euch nicht ein, aber wenn ich es finde, blende es euch ein. 60 Euro für ein Xbox 360 Spiel. Das ist ein Wahnsinn da. Also diese Industrie, die ist ja wirklich, ja, mehr Abzocke als wie alles andere. Gut, kannst du da hergehen, bitte, Meister? Dankeschön. Also nein, Meister, also das ist sie. Und auf 3, warte mal, Feldposten. Schieße bei geringer Zielverschlechterung auf den ersten Gegner, der sich... Da
kommen sie! Shit. Das heißt... Wie macht man das jetzt am blödesten? Eins, zwei, drei. Wo ist der vierte? Ah, die vierte ist da. Mädchen, jetzt brauche ich die. Du musst mir bitte... Achso, wieso geht sie jetzt nicht? Achso. Aktionspunkte, wenn ich mich nicht irre. Weißt du was? Na. Das geht sie nicht aus. Okay, warte mal ganz kurz. Da ist er und da ist er. Kann ich jetzt das sie auch verwenden oder hat sie momentan keine Bewandtnis da? Warte mal. Ah. Ich glaube eher, dass ihre... Ah, okay. Ja, sorry, ich muss mich mit der Mechanik da ein bisschen befassen. Das ist halt alles ein bisschen neu für mich. Jetzt schauen wir mal, dass wir da irgendwie weiterkommen, weil sonst tut man morgen noch da. Das will ich wieder nicht. Du gehst bitte daher. Das Raumschiff ist immer noch intakt und Teile davon sind durch eine Art Energiefeld geschützt. Wir müssen nach einer Lücke suchen. Na wirklich? Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht, Alter. We must looking for irgendwas. Genau. Wie nenne ich denn die Episode? Das ist wieder mal so eine Episode mit dem Titel. Es ist nichts passiert, aber Hauptsache ja, aufgenommen hat er halt, ne? Wie machen wir das jetzt am blödesten? Warte mal, kommst du daher? Feinde gesichtet. Oh Gott, und ich lasse ihn genau da reinlaufen. Ich bin sein Trautl. Scheiße. Gut, ja. Warte mal kurz. Trifft er? Nein, ihn trifft er nicht, gell? Ja. Er ist jetzt da. Wo ist der Zweite? Der Zweite ist da. Und der ist aber so hoch, normalerweise. Ah ja. Fuck. Hast du was, Alter? Vierer da. Feind in Sicht. Unsere Messwerte können nicht stimmen. Andernfalls ist das eine Lebensform aus fast reiner Energie. Solche Daten, wie wir sie von dieser Kreatur empfangen, habe ich noch nie gesehen. Sie können das Ding immer noch untersuchen, wenn es tot ist, Doktor. Geben wir ihm den Rest. We see. Warum? Ich würde mit ihr was anfangen. Sie hätte die zwei Aktionspunkte, dann lauf da her, Mädel. So.
So, jetzt stellen wir die große. Was ist da hinten? Ah, da ist, das ist er. Ach du Scheiße. Was haben wir jetzt gemacht? Einen Aufprall bei dieser Geschwindigkeit zu überstehen, müssen die Materialien, aus denen die Hülle dieses Raumschiffs besteht, um ein Vielfaches widerstandsfähiger sein als alles, was wir kennen. Jetzt muss ich nur schauen, ob da hinten was ist. Machen wir mal die Kamera noch. Na, da ist nur der. Ja, da ist nur er. Machen wir das am blödesten. Ja, die haben alle zwar keine Aktionspunkte. Da ist nur mehr er da. Weißt du was? Na, das geht nicht. Ich hab jetzt irgendwas am rechten Ohr gehört. Scheiße. Ja, was ist das? Das lassen wir uns aber nicht gefallen. Wo ist denn, wo sind, ich habe ja da auch was gehört. Na, da ist nix. Meinst, ist das, er hat zwei Aktionspunkte, gell? Ja, das ist so klug. Taking fire over here. Huh? Alter, ich höre ja da permanent immer irgendwas. Ach so, okay. Jetzt verstehe ich, sorry. Das rote, die rote Dings, was heißt das? Das müsste da eigentlich heißen. Warte mal. Was habe ich denn da herum? Wann. Sie hat er. Scheißen! Du kleine, geile Wütsau. Ich probier's einmal.
an! Der war gut. Der war spitze. Aber warte mal. Unglaublich. Es scheint verschwunden zu sein. Geiler Trick. Was ist da herum jetzt noch? Da herum ist keiner mehr, gell? Na. Sieht keine Aktionspunkte. Weißt was? Geh du daher. Was tut er jetzt? Die Exhibitionieren sich neu! Flankiert. Scheiße. Deck die Flanken! Sie umgehen mich! Wohin mit dir? Geht's das? Na. Ein Aktionspunkt. Jetzt ist da hinten noch irgendwo was. Na. Trau den Scheiß jetzt da mal nach, warte mal. Jetzt da. Ah, wirklich ein gutes Spiel, also, taugt mir. Er hat jetzt noch einen Aktionspunkt. Warte mal, ich probiere jetzt das nochmal aus. Was ist das? Oder haben wir nicht? Na, er ist aber gut. Er ist aber gut. Ja. Ich brauch. Sie hat einen Aktionspunkt. Geht sie das von der Reichweite her da um aus? Nein. So haben wir gedacht. Nehmen wir ihn, da man da her. Er hat zwei Aktionspunkte. Und wofür hast du? Du hast gar keinen. Er stangert aber frei, gell? Stangert aber frei. Hab ihn weg, Effekt. Das ist sehr gut, Alter. So, Mädchen, du hast jetzt da einen Aktionspunkt. Kommst du da her wenigstens? Na. Da vielleicht.
hast 0, du hast 2. Endeffektlich geht es jetzt momentan nur um Arm. Ah, gut Spiel. Taugt mir. Aber warte mal. Du hast gar keinen Aktionspunkt. Was hast du? Was ist das? Sturm und Schuss. Diese Fähigkeit braucht noch etwas Abklingzeit. Dann. Jetzt hat der kleine Arsch. Auch der 40%, wir riskieren's. Shit. Ah, daneben geschossen. Wurscht. Verwirrt, warte mal. Es ist nur mehr der kleine Scheißer da oben. Er hat noch immer keine Aktionspunkte. Weißt du was? Tu mir bitte einen Gefallen. Geh du da her. Geht's das? Los jetzt! Ja, ja. Scheiß dir nicht an, Alter. Sonst scheiße da ins, sonst scheiße dir in den Hals. Hast du jetzt schon 2, ja? Voll geil. Mission erfüllt. Ergebnis 5 ausgezeichnet. Voll geiles Spiel, voll geil. Gabriel, Kill 7, klicken zum Befördern. Deckungsfeuer, Schredderrakete. Neue Ausbildung. Ja. Ja, sorry, ich bin. Du musst ein bisschen verstehen, wenn du das Spiel schon kennst, ich tu mir halt noch ein bisschen schwer damit. Präzisionsschuss, sicher. Können wir immer brauchen. Und du, Rauchgranate. Na perfekt. Weiter. Nachbesprechung. Schalenrüstung, Alien-Nav-Computer, 4 Sektoiden-Leichen, Leichen, 8x Elerium. Willkommen zurück, Commander. Ich wollte mit Ihnen über unsere derzeitige Abfangjägerflotte sprechen. Einige dieser Flugzeuge müssen in höchste Alarmbereitschaft versetzt werden. Wir brauchen sie, um jegliche eindringende Aliens abzufangen. Und dabei könnten wir hohe Verluste erleben. Ich sollte wohl auch erwähnen, dass selbst ein komplettes Geschwader von Abfangjägern nichts gegen unseren Feind ausrichten kann, wenn wir nicht wissen, wo er sich aufhält.
Wir benötigen zusätzliche Satelliten, um außerirdische Raumschiffe sichten zu können. Schauen Sie in der Technikabteilung vorbei, wenn Sie weitere Satelliten bauen möchten. Auf Wiedersehen, Commander. Danke für die Info. Die XCOM-Datenbank ist ein laufendes Archiv von Spielverlaufsinformationen und kann jederzeit über das Pause-Menü aufgerufen werden. Annehmen. Aber wo hat es gesagt? Techniklabor, gell? Legierungen. Ja. Medikit. Aha. Okay. Kurzer Blick. Commander, wir haben einige Verluste erlitten und noch keinen passenden Ersatz gefunden. Wir müssen weitere Soldaten über die Kasernen rekrutieren. Okay. Betrachte und bearbeite der Jagdflieger, die XCOM besitzt. Okay. Commander, ich verstehe, dass das Überleben unserer Truppen Priorität hat. Aber jedes Alien, das wir in die Luft sprengen, verringert die Chance, neue Artefakte zu bergen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Dr. Wallen von unseren Truppen erwartet, eins dieser Dinger hierher zu bringen. Und noch dazu lebend. China. Satellitenstaaten. Die Finanzen von XCOM ansehen. Maschinenwartung. Ja. Aber was ist da? Speichert jetzt nochmal. Ich hätte gesagt, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei XCOM und dann geht's weiter. Ja. Machen wir so. Weil ich muss mich da ein bisschen mehr einlesen. Also dann bis zum nächsten Mal. Baba.